kann ihn nicht verfehlen. So viel zum Überraschen. Verstärkung! Zack, zack. Das mit dem Kontern ist echt gar nicht mehr so einfach. Wobei, das Kämpfen ist auf jeden Fall anders. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Zurück! Zurück! Drin sind wir sicher! Was nun? Damit können wir das Tor sprengen. Na los, schieß drauf! Oh. Wie viel Muni haben wir denn noch für die? Drücken Sie F. Moment, so. Drücken Sie F. Die Vorstellung geht weiter. Das ist alles noch so ein bisschen ungewohnt jetzt. Tut mir leid, dass das nicht so reibungslos hier am Anfang funktioniert. Die waren wohl doch nicht so sicher da drin. Plündern? Ich plünder mal gerade. Ich guck mal, was das so. $8. Also ich gehe mal davon aus, dass es Dollar ist, weil hier von London geredet wurde. Plündern könnt ihr noch, sobald wir Johnsons Dokumente haben. Ja, Meister. Okay, Dokumente. Ich will die Dokumente. Objekt aufheben. So, jetzt aber. Legt die Waffen nieder und ich lasse euch vielleicht am Leben. Dasselbe Angebot mache ich euch. Von euch will ich nichts. Nur diese Kiste dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben. An Mr. Johnson ist nichts rechtmäßig. Ich frage nicht noch einmal. Verstanden. Haha! Boah, das ist ganz anders mit der E-Taste jetzt zu kontern oder eben zu blocken, als mit der rechten Maustaste. Da muss ich mich jetzt erstmal dran gewöhnen. Ihr habt keine Verwendung für Bücher und Karten. Wer hat euch beauftragt? Ich habe keinen gesehen. Hab immer nur anonyme Briefe erhalten. Aber sie zahlen gut, also erledigen wir es. Nun, diese Tage sind vorbei. Richtet das euren Auftraggebern aus. Was sage ich, wer ihr seid? Sagt nichts. Sie wissen es. Hey, Fam. Der hier hat noch Munition. Die solltet ihr besser mitnehmen. Eure Pistole ist ja schließlich leer. Ist sie das? Gut, dass du das weißt. Eine Schande, dass so viele sterben mussten. Ei. Fürchterliche Tragödie, das. Dann zurück zum Green Dragon. Ich brauche einen Drink. Okay, dann zurück. Passt auf die Truhe auf, Charles. Wir kümmern uns um die Bahn. Boah, das war aber knapp jetzt gerade. Boah, ist das krass. Was, ist wer bei euch? Wäre doch eine Schande, da nicht reinzuschauen. Seid ihr verrückt? Falls ihr es vergessen habt, wir haben etwas zu tun. Ach, was müsst ihr mir nur immer den Spaß verderben? Auf jeden Fall, das Kämpfen ist schon mal ziemlich nice. Also das muss man einfach mal sagen. So Leute, go, go. Immer mir nach und hey, wieso muss ich denn euch nach, ihr Schweinebacken? Lauf nur, weil die Wachen ein Auge zudrücken. Von oben bis unten. Alles nur Betrüger und Ausbeuter. Ich glaube, da hinten sind wieder Banditen. Schnapp den Halunken! Er ist da drüben!
Cool war das denn gerade, ey. Oh, sogar mit Slow Motion. Richtig nice. Wo sind denn hier noch welche? Da hinten. Was ist denn los? So. Fahr zur Hölle! Da ist er! Zack! Ich nehme mal gerade deine Waffe. Denn da oben steht noch einer. Zack und tschüss. Hoffentlich ist der Inhalt der Kiste das doch wert. Ach, na kommt. Sind nur ein paar Teufel mit Messern. Nichts Besonderes. Ja, diese Halunken habe ich auch nicht gemeint. Ja, geht auf jeden Fall schon ziemlich spannend hier los. Und was mich allerdings wundert, ist, dass die Story begann mit Desmond und dass sie so schnell endete. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Halt, wenn sie aufkommen! Aber sofort! Was? Na komm! Ha, zack, gekontert! Etwas Hilfe bitte! Hör doch zur Winsel, ich komm ja! Und dass wir hier auch schon die Klinge haben, ist ja auch ziemlich lustig. Na komm, lad nach. Ich würde dann auch noch gerne hier die Waffe aufheben. Quatsch! Boah, die lädt sich aber schnell nach. Oder auch nicht. Hallo, langsam ist gut. War. Da oben ist noch einer. Jetzt schieß doch endlich! Was soll denn das? Das war dann wohl der letzte. Mann. Also die Nachladeanzeige, die stimmt nicht immer. Da müssen sie noch was dran arbeiten. So, da haben wir auch wieder unsere Kugeln. Das finde ich auch ziemlich cool. Oi, Minister Johnson muss nach all dem schon mehr Geld abdrücken, wenn er möchte, dass ich bei ihm bleibe. Olle Knutschen. Ich habe mich so nah an ihn rangestellt. Das sah echt cool aus. Olle Knutschen. Komm, lass uns knutschen, mein Freund. Bitteschön. Habt Dank, Master Kenway. Nun, sagt mir, was ihr benötigt. Die Bilder auf diesem Amulett, kommen sie euch bekannt vor? Habt ihr so etwas vielleicht bei einem der Stämme gesehen? Es scheint von den Kanyen Kehaka zu sein. Könnt ihr es einem bestimmten Ort zuordnen? Ich muss wissen, wo es herkam. Mit meinen Forschungen vielleicht. Mal sehen, was ich tun kann. Thomas. Was? Mietet euch ein Zimmer. Und gönnt euch ein Bad. Wir werden wohl eine Weile hier sein. Johnsons Botengang. Ching, ching, ching. Volle Synchronisation. Sehr nice. Hier sind auch Spieler. Können wir nochmal eine Runde spielen. Und hier ist auch wieder eine Quest. Nehmen wir auf jeden Fall mal hier. Gucken wir mal, was der Typ hier für eine Quest hat. Der nächste auf der Liste. Guten Abend, Gentlemen. Charmant. Ach bitte, Charles, ihr werdet ihn bald mögen. Hui! Catherine, alte Schabracke!
Her mit dir! Papa braucht einen Drink! Wie läuft eure Suche? Mathematik und Karten reichen nicht. Eure hiesigen Kontakte? Wir müssen ihr Vertrauen gewinnen, bevor sie etwas preisgeben. Ich wüsste was, was denen auf die Sprünge hilft. Es gibt einen, der besonders gerne Indianer versklavt. Befreit sie, dann schulden die uns was. Wisst ihr, wo sie sind? Ich fürchte nicht. Benjamin Church aber. Er ist ein sehr patenter Mann. Und er steht auf eurer Liste. Und ich fragte mich gerade, wen ich als nächstes anwerbe. Wohl an. Schön, wie die Geschichte so aufgebaut ist. Das gefällt mir richtig. Wollen wir nochmal eine Runde spielen? Ich bin mir da nicht so sicher, ob ich dazu gut kann. Ich habe auf jeden Fall beim letzten Mal gewonnen, aber ich glaube, das ist keine Herausforderung gewesen. Ich wage es einfach nochmal eine Runde zu spielen. Vielleicht gibt es auch andere Spiele, das können wir ja mal gucken. Das sieht nach demselben Spiel aus und da hinten ist auch einer mit diesem Spiel. Na, gucken wir mal. Nicht möglich, ja, war ja klar. Okay, dann müssen wir das ein andermal machen. Ich denke, ich werde diese Spiele im Verlauf der Aufnahme gesondert machen, dass ihr dann, ja, an einem Tag dann eben die normale Folge bekommt und dann eben das Spiel. Und jetzt kommt der Chirurg. Wunderbar. So geht das. Charles. Sir. Oh Mann. Wir sind wohl nicht die Einzigen, die nach Mr. Church suchen. Mist, er könnte überall sein. Was tun wir jetzt? Ihn finden. Kommt. Ich zeige euch wie. Da bin ich jetzt aber auch mal gespannt. Benjamin Churchs Nachbarn untergetaucht belauschen. Sollen wir seiner Familie schreiben? Was meint ihr? Wir sollten uns nicht einmischen, auch wenn es mit guten Absichten geschieht. Aber wenn ihr es gesehen hättet. Sie waren sicher betrunken, so wie sie sich aufgeführt haben. Am helllichten Tag, unerhört. Was für ein aufgeblasener Knall. Wegen der gestiegenen Zahl von Unglücksfällen verpflichtet die neue Satzung alle Hausbesitzer zu jährlichen Dachinspektionen durch qualifizierte Fachkräfte. Ich kann mich nicht bewegen. Was soll ein Neuerling? Ein skandalöses Benehmen von einem, der Chirurg werden will, kann er vergessen, wenn er weiter so viel trinkt. Eine wahrhaft schändliche Vorstellung. Benjamins Eltern wären sicher entsetzt. Vielleicht sollte ich jemanden schicken, der ihn holt, bevor er seinen Ruf voll und ganz ruiniert. Richtung Nordosten sind sie getaumelt. Bestimmt zu irgendeiner Spelunke oder anderen verrufenen Augen. Befragt zuerst die Leute auf der Straße. Ich suche mir etwas Höheres. Okay, dann wollen wir doch mal da hoch. Am besten nehmen wir, glaube ich, diesen Aufgang hier direkt schon. Und dann gehen wir hier hoch. Ah, das geht sogar. Und aufs Dach. Hopp, hopp. Oh, geht das flüssig, das ist ja schön. Ja, aber ob wir da rüberkommen... Ah, man muss sich hier, ich muss mich an die Steuerung gewöhnen, weil jetzt ist hier E fallen lassen, E ist kontern. Also hier ist jetzt eine ganz andere Aktionstaste.